Einen wunderschönen guten Morgen aus Griechenland. Heute geht es weiter und zwar verlassen wir den Süden, den nördlichen Süden Griechenlands und fahren weiter Richtung Nordmazedonien. Jetzt erkunden wir noch etwas den Norden Griechenlands und dann geht's ab über die Grenze. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte, grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Wir haben unseren Platz für heute Nacht gefunden. Und wie findet ihr ihn? Ich finde ihn mega. Ich drehe mal die Kamera um und zeige euch mal die Gegend hier. Da ist so ein Vogelbeobachtungsposten. Hört ihr was? Ich höre nur Insekten und Tiere. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Als erstes erstmal die Gegend erkunden. Dort scheint eine kleine Kapelle zu sein. Wahnsinn! Leider kann ich kein Griechisch. Da steht Werner. Hier gibt es eine Vogelbeobachtungsstation. Sieht alles schon ein bisschen morsch aus. Traue ich mich nicht so wirklich drauf rumzulaufen. Nicht, dass ich abstürze. Tatsächlich ist hier weit und breit nichts. Kein Mensch, kein Tier, gar nichts. Ich koche mir jetzt erstmal etwas und hoffe, dass mir kein Bär über den Weg läuft, denn kurz bevor ich abbog, stand wieder ein Schild da. Achtung, Bären! Ich koche hier schön mein Gemüse und wundere mich, was da so bimmelt. Jetzt kommen die Ziegen. Ich habe jetzt beschlossen, noch ein bisschen wandern zu gehen. Und wisst ihr was? Ich wundere mich die ganze Zeit, was hier so duftet. Hier wächst überall wilder Thymian. Voll gut für meine Gemüse, die ich heute gebraten habe. Ich will jetzt hier oben, da ist irgendwo eine Kapelle. Da will ich jetzt hinwandern. Natürlich mit Flipflops, wie immer. Da vorne. Da ist schon Schatten. Ein wirklich schönes Fleckchen Erde. Ich gucke gerade hier so die Runde und Werner steht hier und schaut mal. Da steht noch einer mit einem Wohnmobil. Gibt es hier eigentlich Schlangen? Bestimmt, oder? Ich weiß, in Montenegro gab es Schlangen. Es ist gar keine kleine Kapelle. Aber irgendwo muss hier eine sein. Jetzt gucke ich erstmal, was das für Obstbäume sind. Eine Obstbaumplantage. Ei, Aprikosen. Was ist das? Oder Mandeln? Tatsächlich Mandeln. Eine Mandelbaumplantage. Hier sind schon die Früchte dran. Ich bin schon wieder auf dem Rückweg von dort, aber jetzt
will ich den Camper da mal besuchen. Mal sehen, was das für einer ist. Mann, es ist so schön hier. Das ist jetzt der gleiche See. Und ich bin jetzt hier zu so einem Felsen gewandert, ein bisschen geklettert. Und hier hinter ist auch eine Kapelle. Echt schön hier. Hier ist die Kapelle, die ich vorhin gesucht habe. Da hinten, da steht Wenner unterm Baum. Und schaut euch doch mal das an. Wahnsinn. Ich stehe jetzt hier oben. Ich muss aufpassen, dass ich hier nicht abstürze. Ist ganz schön weit. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht und liebe Grüße aus Griechenland. Einen wunderschönen guten Morgen aus Griechenland. Ich bin gerade erwacht hier an meinem schönen See und Stellplatz und denke, nanu, was ist das denn? Hat da jemand einen Stock hingestellt? Nee, hier angelt jemand. Okay. Prost. Ich sitze hier beim Frühstück. Und hier angelt einer. Der ist mit dem Moped gekommen. Ich habe überhaupt nichts gehört. Wahrscheinlich könnten die mich mit dem Auto wegtragen in der Nacht. Und es würde nichts passieren. Ich würde nicht wach werden. So, es geht weiter. Frühstück ist beendet. Ich bin jetzt hier schon unterwegs, aber ich habe was entdeckt. Ich will jetzt nach Nordmazedonien und... Nein, wie lecker. Schaut mal. Hier ist ein Feigenbaum und hier sind echt reife Feigen dran. Lecker. Bis zum Orizee sind es 2 Stunden 13 und genau 130 Kilometer durch diese wunderbare Landschaft. Ich bin jetzt auf 1000 Metern Höhe. Es ist ganz schön windig hier, aber auch warm. Und ich wollte euch eigentlich mal zeigen, wo ich gestanden habe. Aber ich glaube, das ist zu weit zu laufen jetzt hier. Also da war der Buckel, wo ich gestern hingewandert bin. Und da um die Ecke ist der See. Das kleine Örtchen dort hinten ist das 4 Kilometer entfernte Dorf. So, aber jetzt geht's wirklich nach Nordmazedonien. Ich finde die Gegend hier zu schön. Kann mir bitte einer erklären, warum fällt es den Griechen so schwer, wie den hier vor mir, in seiner Spur zu bleiben? Ich bin ja praktisch Sportlehrerin und versuche Kindern immer beizubringen beim 60- oder 100-Meter-Lauf, sie müssen in ihrer Linie bleiben. Auf ihrer Bahn. Ich verstehe es, den Kindern fällt es immer total schwer, weil die immer den Gegner im Auge haben. Aber was hat der jetzt für ein Problem? Warum kann der nicht in seiner Spur bleiben? Kann mir das vielleicht irgendjemand erklären? Ich verstehe es nicht. Man kann noch genau in der Mitte fahren und der ist ja nicht breiter als die Spur ist. Warum muss er auf zwei Spuren fahren? Also tatsächlich scheint es in Griechenland wirklich Bären zu geben. Ich konnte es nicht glauben. Aber immer wieder kommen diese Warnschilder hier. Na denn, tschüss Griechenland. War nett, bei dir gewesen zu sein. Jetzt geht's über die nordmazedonische Grenze und mein Ziel ist der Orizee. I'll be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. Eieiei, die waren jetzt ein bisschen unfreundlich, aber ich hab's überlebt. Haben Sie Tiere? Nein? Was ist das? Ein Kühlschrank. Ah, Green Card. Gut, dass ich diesmal dran gedacht habe. Wo kommen Sie her? Also, wenn man an der griechischen Grenze steht, wo kommt man denn woher? Aus Griechenland? Okay. Und wo wollen Sie hin? Nach Nordmazedonien. Ich war erst mal tanken, 1,77.
Und habe mir noch ein Latte Macchiato geholt. So. Also ihr seht die Größe. Das ist, die Milch ist schon mit drin. Ich habe nach der Milch gefragt. Die Milch ist schon mit drin. Okay. Und so viel Zucker habe ich bekommen. Also das Verhältnis von Milch und Zucker stimmt für mich jetzt nicht. Aber ich trinke es trotzdem. Upsi. Heute ist Sonntag. Und hier hat sonntags alles zu. Ich habe gerade so einen Kiosk gesehen. Da stand T-Mobile dran. Und dachte, ah cool. Alles zu. Habe ich jemanden getroffen. Ich kann ja so ein bisschen Russisch. Und der hat gesagt, ja, ich soll in der Woche wieder, also in der Woche wiederkommen. Heute ist Wochenende. Oh. So, ich bin jetzt 58 Kilometer und 1 Stunde 6 vom Ohridsee entfernt. Und bin hier umgeben von riesigen Bergen. Alles so 2000er. Ich habe sogar schon ein Skigebiet gesehen. Und stehe jetzt ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich kein Internet kaufen kann hier auf dem Sonntag sozusagen. Es ist das erste Land im Balkan, was ich kennenlerne, was Sonntag wirklich Sonntag macht, so wie in Deutschland. Nicht mal so ein Straßenkiosk, so Zeitungskiosk und Getränkeladen hat offen, wo man seine Internetkarte aufladen kann. Aber ja, schauen wir mal. Im Notfall fahre ich einfach über die albanische Grenze und hol mir da eine SIM-Karte und bleib in Albanien. Dann soll es Nordmazedonien nicht sein. Aber Albanien ist auch schön. Die Straße führt durch Tunnel und es ist ähnlich wie in Montenegro hier. Die Tunnel sind nicht beleuchtet. Das heißt, wenn man hier aus der Sonne kommt, bekommt man erstmal einen Schreck. Ich würde niemandem raten, hier Sonnenbrille zu tragen, weil dann steht man erstmal im Dunkeln. Und wenn das Ende des Tunnels nicht zu sehen ist, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Nicht der schönste Ort im Hintergrund, aber herzlich willkommen in Nordmazedonien. Da steht Venna. Und ja, ich stehe hier an einem Sportzentrum im Ort Ohrid, direkt am Ohridsee. Und ich fühle mich noch nicht so ganz wohl. Das hat aber nicht den Grund, dass die Leute nicht nett sind und das Land toll, sondern ich habe noch kein WLAN oder keine mobile Daten, keine SIM-Karte, kein Internet. Und ohne Internet bin ich irgendwie aufgeschmissen. Also da fühle ich mich einfach nicht wohl. Ich mache mich jetzt auf den Weg, eine SIM-Karte zu kaufen. Habe ich jetzt schon insgesamt 3-mal probiert. Dadurch, dass Sonntag ist, äußerst schwierig. Aber das ist ja ein touristischer Ort. Ich hoffe, dass ich hier mehr machen kann. Drückt mir mal die Daumen. So, ich habe tatsächlich nochmal umgeparkt. Hier ist einfach mehr los. Da, wo ich stand, war zwar Schatten, aber das war so ein Park und ja, wenn man sich nicht auskennt irgendwo, dann sucht man halt immer einen Platz, wo viele Menschen sind. Schaut mal, da sehe ich schon eine vielversprechende Altstadt. Dort drüben auf der anderen Seite ist übrigens Albanien. Einmal Wasser, Checkout. Oh, angenehm. Sehr klar. Ich habe mir jetzt erstmal hier ein Restaurant gesucht, möchte was essen und abgesehen davon habe ich mir das Wi-Fi-Passwort geben lassen und ich habe vorher geguckt, bis zum See geht das. Das heißt, ich kann mich heute Abend da auf eine Bank setzen und habe immer noch Internet. Und noch schlauer wäre es, hier einen Parkplatz zu finden. Natürlich habe ich mir was typisch Nordmazedonisches bestellt. Da gab es erstmal Brötchen mit Kräuterbutter dazu. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt ganz viel gegessen, Cappuccino getrunken, hatte Wi-Fi und habe mir erstmal die Karten hier runtergeladen. Das hatte ich vorher komplett vergessen, weil ich dachte, man kriegt hier ganz easy SIM-Karten. Hab nochmal gefragt, SIM-Karten gibt es wirklich am Wochenende gar keine. Ich muss bis morgen warten, aber ich bleibe trotzdem über Nacht hier.
habe mir jetzt ein Restaurant ausgesucht, wo das WLAN bis hier an die Promenade reicht, kann mich also hier auf dem Abend hinsetzen und habe trotzdem WLAN. Aber jetzt geht's erstmal in die Altstadt. Von den Preisen her ist es hier sehr günstig. Ich war hier in so einem Strandlokal, also hier vorn, in erster Reihe essen, habe ein Hauptmenü, zwei Softdrinks und ein Latte Macchiato und hatte 12 Euro bezahlt. Sind wir Deutschen so verpeilt, dass die das hier nur auf Deutsch reinschreiben müssen? Also hier ist es so ähnlich wie mit Makarska in Kroatien. Das hat mir auch auf Anhieb gefallen, so wie Liebe auf den ersten Blick. Und so ist es hier auch mit Urit. Jetzt geht's erstmal in die Altstadt. Eieiei, schwere Entscheidung. Hier gibt's Bootstouren über den ganzen See. Das sind ungefähr 6 Stunden. Man hat 2 Stunden Aufenthalt in, ich muss spicken, hier in verschiedenen St. John und in so einem Hafen, an einer Bucht, St. Naum. Und interessiert mich schon sehr, aber dann müsste ich morgen den ganzen Tag noch hier bleiben. Ah, ich kann es euch mal zeigen. Oh, hier ist es günstiger. Wartet mal. Eben, der hat mir das für 25 Dollar angeboten. Der kostet nur 15. Hier ist die Tour. Also diese verschiedenen Punkte werden dann angefahren und ach, interessiert mich schon sehr. Aber einen ganzen Tag länger bleiben? I've changed for the better this time. Wie trinkt man das denn? I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time. Das schmeckt voll nach Chlor. Und da sind Fische drin. Da. Oh, wow, ein Mosaik ist das. Ich gehe mal dicht daran. Seht ihr das? Ein Mosaik. Mega. Und wie mir die Altstadt von Urit gefallen hat und ob ich tatsächlich einen Tag länger bleibe, das könnt ihr in der nächsten Folge sehen. Hat euch das Video gefallen? Ich fand, es war wieder ein aufregender, aber wunderschöner Tag. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, Kanal abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Bis bald! The past is where it stays, way back a year ago.